Weil ihr bist gehört. Im Kaisermühl, mein Lieber, bleibt nichts unbemerkt. Haben Sie sehr eine schöne Sache eingebrockt. Daraus kann ein Skandal wachsen, wissen Sie das, Gneisser? Was haben Sie Ihnen eigentlich dabei gedacht? Ha? Nichts. Ich bin ja nicht einmal zum Denken gekommen. Diese Ungarin hat mir förmlich niedergemacht. Aber Sie haben es notwendig, Schultl. Dass Sie ihn aus der Wirtschaftskammer rausgekaut haben und die Turecek nichts anderes zu tun gehabt hat, als lautstark das in alle Ohren hinein zu blasen. Das macht auch kein gutes Bild, mein lieber Schultl. Keiner, Gneisser, keiner hat mich rausgekaut. Wort dieser scheiß Computer. Aber diese Kraxen, die werden uns eines Tages alle noch zugrunde richten. Ja, und der niedergerissene eiserne Vorhang auch. Lieber Schultl, das auch. Wir müssten irgendwas tun, was uns bei den Leuten wieder ein bisschen populärer macht. Wir sollten irgendwas für Kaisermühlen machen, was die Leute mitreißt. So milden. Aber was? Sehen Sie, genau das ist eigentlich auch mein Gedanke. Ich hab ja eigentlich, nicht so im Hinterkopf, ja? Schon eine Idee. Hui! Nein, aus. Sie und Ideen, haben Sie bitte keine Ideen. Ihre Ideen, die grenzen ja an ein Harakiri und sind gemeingefährlich. Denken Sie noch einmal an die Aluminiumbrücken da. Nein, diesmal nicht, Gneisser. Gneisser, passen Sie auf, sagt Ihnen, lass Molinas Imperiales etwas. Nix, sagt sie, na logisch, weil Sie sind ein schlichter Parteisoldat, haben keine kumulative Fantasie, quasi. Las Molinas Imperiales ist spanisch, so wie Copacagrana, und heißt, was glauben's? Kaisermühlen. Die Bibi, weiß ich eh. Weiß ich, kann ja Spanisch? Bis ich das? Palma de Mallorca? Mallorca? Ich kenne gar nichts, Gneisser. Hören Sie zu. Las Molinas Imperiales. Das Freizeitzentrum Europas. Entstanden durch Überdachung der alten Donau im Bereich Wagramerstraße, Gänsehäufe, Dampfschiffhafen bis hin zum Ruderclub Piraten. Voll klimatisiert, daher immer Sommer. Und am Himmel, also da und am Dach, nicht lauter kleine Sonnen wie in einem Planetarium. Und passen Sie auf, Gneisser. Die alte Donau werden wir mit Salz versetzen und mit einer Sprudelanlage ausstatten, damit das Ganze so wie ein mäßig bewegtes Meer wirkt, wie zum Beispiel bei den Fidschi-Inseln, nicht? Sonst nix. Rundum Inseln mit kleinen Molinas, also mit kleinen bengalisch beleuchteten Mühlen, wo man Getränke kriegt, wo man Ruhebetten kriegt, und als Punkt auf dem I, Gneisser, werden wir dort, wo jetzt das Gänsehäufel ist, was mag ich? Dünen schütten wir auf, nicht? Und werden dort Palmen und Kaktusse pflanzen. Kakteen. Auch. Ja. Und ich kann nicht Spanisch, ne? Kakteen ist nicht Spanisch, aber die kennen eh nichts. Also, und ungefähr ein halbes Dutzend Kamele werden wir dort umeinander schicken, wo die Leute drauf reiten können. Das ist ja großartig, Schultl. Sie sind ja ein Genie. Bloß schaust du aus. Warst du heuer überhaupt schon mal in der Sonne? Aber ja, und im Eissalon auch. Ich habe mir gestern einen Bananensplit vergönnt als kleines Trostpflaster. Wegen was hast du denn trösten müssen? Wegen mir? Weil ich dich auch gekippelt habe? Aber wo? Wegen der Ines, weil so schlampig ist und nie was wegräumt und mir noch anschreit, wenn ich was sag. Wenn ich ehrlich bin, ist es fast nicht zum Aushalten mit dir. Naja, vielleicht wird's noch. Ich weiß nicht, von wem die das hat, das Mal. Von mir nicht, das kannst du mir glauben. Schönen guten Tag, die Damen. Grüß Gott. Grüß Ihnen. Was hätten Sie denn gern? Zu kaufen direkt eigentlich nichts. Haben Sie uns nur besuchen wollen? Das auch, aber eher indirekt. Nein, ich wollte eigentlich nur was fragen. Es ist nämlich so, dass ich in der Hauptschule ja eher nur teilzeitmäßig ausgelastet bin. Und da habe ich mir gedacht, ich könnte vielleicht einen Nebenjob brauchen. Schade. Es tut mir leid, aber ich hab schon die Sabine. Also, sehr lustig, nein. Aber ich glaube, darauf bekannt bin ich eher weniger geeignet. Nein, ich wollte Sie fragen, ob ich bei Ihnen vielleicht einen Zettel aufhängen darf. Na, hängen Sie ihn auf, tut dieser guter Platz. Sehr lieb, danke. Ein Magister sind Sie? Und Privatstunden geben Sie in Körperform, und was soll denn das sein? Naja, das ist so eine Art sanftes Bodybuilding, hauptsächlich für Damen. Und Nachhilfe gibt er auch in euklidischer und aristotelischer Mathematik. Org. Das wird, glaube ich, in Kaisermühlen keiner lernen wollen. Und Bodybuilding auch nicht, weil da ist ja schon der Teufel eingefahren.
sollen wir jetzt dann hingehen? Stell's doch jetzt ruhig, bitte. Die kennt dir nichts, wie jetzt hergehen mein Büro ausräumen, bitte. Ich zeige ja auch. Verschalter, wirklich Ruhe. Na, Sie müssen aber zwei Briefe gekriegt haben. Eine Vorankündigung vom Magistrat und dann hätten Sie einen weiteren zu eigenen Handen gekriegt. Aber den hat das Post an Retour geschickt, weil sie draufgeschrieben haben, Empfänger verstorben. Und dann haben sie ein Fax von der Hausverwaltung ja, gekriegt. Ja, pass es einmal auf, wenn ich jeden Zettel, jeden Brief, jedes Fax merken müssen, was ich einfach da nicht habe. Ohne dass ich es lese, habe ich Kopfgeist 75. Ja, da kratze ich mich da. Was ist staatsbürgerliches Grundrecht und Pflicht jedes Bürgers seit 1862? Was? Weiß ich nicht, das ist mir aber wurscht, da war ich nicht auf der Welt, ne? Ich auch nicht, aber ich weiß. Das steht also gar im Trivial-Bußwild, ja? Aber das lese ich nicht. Das Briefgeheimnis. Keine dritte Person darf, aber Sie müssen Ihre Brief lesen. So ist es. Das haben Sie verabsäumt. Also fahren Sie uns nicht an, habe ich Ehre. Ja, komm, schlecht, sag ich zwei Opfermittel, ne? Was? Was war das? Nix! Nix! Jetzt red die nicht so auf. Das wird schon wieder irgendwie. Ja, irgendwie. Bei mir ist immer, ich bin immer noch, ist es alles irgendwo irgendwie. Ich bin da. Ja, irgendwie. Müssen Sie es nicht einfach einmal nur leihen? Müssen Sie es nicht einfach einmal nur leihen, weißt du? Einfach leihen. Alles leihen mit dir. Was ist denn mit deinem neuen Geschäftspartner? Na, der mit dem großen Auto. Ja, na, ohne Geld gibt's ja keinen Geschäftspartner, so ist das aus. Aha. Fahren wir noch ein bisschen ins Grüne, hm? Ja, fahren wir ins Grüne, ist ja schon wurscht. Wollen wir jetzt die Schwester auch noch? Ich hätte dich gerne mal für mich allein. Heißt, ich glaube, du stehst aber jetzt wirklich ein bisschen auf mich, oder? Ich brauch dich. Heißt, ich brauch dich auch. So, bitte, wenn Sie mir da unterschreiben. Soll ich schreiben, für wem es ist? Nein, das mache ich schon selber. Bitte. Danke sehr. See you later, Alligator. Geh mal, komm. So, was hast denn du eigentlich gemacht, bevor du nach Amerika gegangen bist? Ha? Du bist schon noch drauf gekommen. Sag, was? Hättest du ein bisschen was auf der Kante? Ha? Vielleicht. Wie? Geh mal. Wie gefühlt? Was nicht? Mama, oh, oh, a gambling man. Don't get it. Wieso ist Maria was? Das darf doch nicht wahr sein. Ja, jetzt schauen Sie, was? Ihr Auto. Wann ist denn das passiert? Vorige Woche, angeblich Selbstentzündung. Der Chinese ist dabei umgekommen. Und der Chef ist dabei nach. Ja, der liegt jetzt am Steinhof, weil er pathologisch volltrunken war, wie sie ihn gerettet haben. In allerletzter Sekunde. Und ich weiß nichts davon. Na, was weggezogen hat das Kaisermühlenwerkstätten, oder nicht? Das trostlose Floridsdorf. Sie hätten hierbleiben sollen. Gerade jetzt, wo uns große Veränderungen ins Haus stehen, nicht? Aber dass der Chinese abbrennt ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Schauen Sie, die ganze Gasse hier wird niedergerissen. Und neu aufgebaut, wie viele andere auch, nicht? Ja, lieber Herr Gstädtner, das Alte stürzt und neues Leben blüht aus den Ruinen. Wir werden Kaisermühlen so umbauen, dass Sie es bedauern werden, dass Sie hier weggezogen sind, Herr Gstädtner. Ja, wissen Sie, also ich und der Gneiser, wir haben da so einen Plan. Schau, Fjell. Entweder du legst jetzt nieder und ich verschaffe der Miller die Umstände. Oder du stößt dich weiterhin so deppern. Pack sie 14 Einbrüche allein, reist zwei Jahre und kriegst vom Kollegen Schimmig noch ein paar Gewatsche. Also, wie haben wir's? Späbst du da nicht? Komm, Fjell. Okay, Herr Inspektor. Weil du bist ein Mensch. Aber die zwei, die was ich verzint, die dürfen es nie erfahren. Also mit mir, da war der Schurl. Trautmann, da ist jemand für dich. Danke. Was spinnst? Jetzt sind wir mitten in deinem Geständnis und du kommst da einer? Entschuldigung, ich werde nicht wissen können. Außerdem wollte ich mit Trautmann reden. Dringend. Aber nicht da herinnen, bitte. Warte einen Augenblick. Ja, nicht vergessen. Ich hab dein Wort, gell? Bin gleich wieder da, wir machen gleich weiter. Da? Brauchst du da Werner auch? Magst du einen Kaffee? Gustav, machen wir einen Kaffee. Und mir auch. Ich bin gleich wieder da, Fjell. Also, wo meinst du? Milch? Zucker? Ui. War wieder schön. Aha. Mit Aranka immer schön. Bestes Frau in Bett. Seit ich dich hab, weiß ich erst,
was eine Frau aus einem Mann machen kann. Rudi Herz, Aranga dich was fragen. Aber nicht gleich schimpfen, bitte. Oh, nein, frag nur. Du wirst noch Budapest? Aranka und anderes Frau? Ich erinnere mich nicht daran, sonst wäre ich impotent. Nur fragen wegen anderes Frau. Und? Anderes Frau, Ilana. Ja? Ist Cousine von Aranka. Arm, unschuldig Mädchen wie Aranka. Muss auch flüchten. Kommen Wien. Na und? Was geht denn das mir? Nicht sag, dass die jetzt da, die ich, na. Ilana nicht haben Wohnung. Muss wohnen bei dir. Ein, zwei Tage. Bis haben Wohnung. Weil Cousine von Aranka. Apukam, bitte. Na, schau, das geht nicht. Wenn alles geht, aber das geht nicht. Schau, und mit dem Wohnen ist ja viel zu klar. Und überhaupt, schau, die gerade ist schon angefressen wegen dir. Was meinst du, was man dir aufführt, wenn da jetzt eine andere Frau daherkommt? Tochter immer böse. Egal. Und Wohnung ist deine. Und Ilana nicht dick. Ilana schlank wie Gerte. Können liegen bei uns im Bett. Denken Ilana eine Seite, Aranka andere Seite. Du liegen mit. Bequem. Also? Ja. Ich liegen mit? Oh ja. Und machen flotte Dreier? Na, das tun wir nicht da. Das war der sicherste Weg zum Herzinfarkt. Apogam, Rudi Herz, du brauchen zwei Frauen. Du stark wie Pferd. Ja, wenn ich mir zwei Weiber antat, dann war ich wahrscheinlich auch so deppert wie ein Pferd. Aber wenn das jetzt ausprobieren, kommt man es ja. Mit dem Kustl wäre schon das wilde Overrammer. Dass er den Clan mitnehmen will zum Schießplatz, das ist ja hirnrissig. Sag ich auch. Ein Mann, der Kriminalbeamter muss von Geburt an abgehärtet werden. Der Kustl soll sich lieber selber abhärten. Vor allem sein Hirn, weil das ein bisschen zu wach ist. Man ist schon geschlagen mit den Männern, gell? Abend. Aber schon. Der Kustl schlaft. Servus. Grüß dich. Na, wie geht's euch? Na, eh gut. Und dir? Wie war's im Dienst? Nein, wie immer. Nichts Besonderes. Der Patrick Fährler, Einbrecher, hat niedergelegt. Und morgen holen wir uns seine Freien. Und ja, dann war halt nur die Ines bei mir im Kurs. Die Ines? Ja, warum denn? Hat was angezeigt oder was? Nein, nicht direkt. Sie hat mir gewissermaßen einen Zund gegeben. Was denn für ein Zund? Sie möchte wieder bei uns wohnen. Das gibt's doch gar nicht. Sie ist doch gerade erst bei der Sabine einzogen, weil sie da nicht mehr passt. Das ist richtig. Aber jetzt passt sie halt bei der Sabine auch nicht mehr. So eine Gurken. Was passt dir denn nicht? Weiß ich nicht, sie hat es mir nicht so genau erzählt. Aber irgendwie hat sie sich gestritten mit der Sabine und jetzt will sie wieder zu uns. Also, dass mir die Sabine gar nichts gesagt hat, ist ja wurscht. Am Sonntag kommen wir eh zusammen wegen deinem Geburtstag. Na, da wäre halt der Ines und dem Gustl den Kopf waschen. Da geht das gleich an. Wieso dem Gustl auch? Was hat denn der wieder angestellt? Ja, wie den kleinen Gusti zum Schiersten mitnehmen. Das ist nicht wahr. Na, das wird ein Leib an der Geburtstagsfeier, was? Mit Familiengericht und allem drum und dran. Super. Prost. Gehen wir zum Wasseronkel? Ja, das können wir. Kommst du mit oder passt du auf die Frau Wessel auf? Aha. Er hat gesagt, bleib da. Pass auf, wir werden jetzt zum Wasser laufen und wer als Erster dort ist, kriegt nachher ein Eis. Eins, zwei, drei! Noch du bist der Erste. Ich nehme ein Eis, ja. Hallo? Hallo? Wir müssen
eine Anzeige machen. Gell, Basti? Wegen was denn schon wieder? Ein alter Mann hat ein Kind geschändet. Wer? Wann? Wo? Na und vor allem, mit wem und mit was? Der alte Kudernack, die kleine Birgit Weseli und die Mutter liegt dabei und schaut zu. Aha, ja. Und welche äußeren Tathandlungen hat der Kudernack dem Kind gegenüber gesetzt? Er hat das Kind angegriffen, dann hat er es in die Luft geschubst und dabei hat er sexuell gelacht. Ja, wir werden uns zu gegebener Zeit um die Sache kümmern. So ist es, so ist dann. Aber die Ehre, Frau Kaiser. Wiederschauen. Zustände sind das. Unglaublich. Aber bitte. Ja, ist dort das Rathaus? Aha. Ich möchte nämlich eine Anzeige machen an das Jugendamt wegen Kindesmissbrauch. Also von mir aus kennt das jede Woche arme Geburtstag kommen. Tun wir die wenigstens am anständigen Essen. Jetzt fang nicht schon wieder mit dem Pepperzei an. Was die Nancy dir kocht, ist besser als jedes Wirtshaus essen. Die kocht ja sogar besser als ich. Ich habe ja eh nichts gesagt. Ich meine, du bist die Ärger wie unser Abteilungskommandant, Mama. Zuerst bügelst du mich, weil ich aus dem Gust einen echten Mann machen will und dann fährst du über mich drüber, weil ich einen Witz mache. Ich fahr über niemand drüber. Ich sag ja nur. Wenn wir gerade dabei sind, was hab ich gehört, du willst wieder bei uns einziehen? Wenn's geht, ja. Was schaust du denn da und auf die Uhr? Hast du das eilig? Also, wegen uns kannst du natürlich schon wieder zurückkommen. Der Trautmann und ich haben dich ja nicht weggeschickt. Danke, Mama. Was hast du denn für einen Wickel gehabt mit der Sabine? Ich habe überhaupt keinen Wickel gehabt mit der Sabine. Ich wohne halt viel lieber bei euch. Eine Million Fläschern leichter zu bändigen für zwei Weiber. Für die sind wir immer noch Frauen. Also, was hast du denn gehabt? Habt ihr euch wegen einem Mann gestritten oder was? Nee, Mama, wirklich nicht. Na, wegen was dann? Die Sabine hat gestern gesagt, dass alles in Ordnung ist. Ist alles okay, aber weg möchte ich halt trotzdem. Danke fürs Essen und alles Gute nochmal zum Geburtstag. Und danke, dass ich wieder bei dir einziehen kann, Mama. Mach's das gut, Papa. Bis später. Wo rennst denn hin? Es ist aber so, liebe Frau. Hey, das muss ein Irrtum oder eine Verwechslung sein. Glaube ich nicht. Sie heißen doch Irene Wesseli, wohnen in der Schiffbühnenstraße und haben eine unmündige Tochter namens Birgit. Ja. Und an eben dem genannten Kind sollen in ihrer Anwesenheit unsittliche Handlungen vorgenommen worden sein, ohne dass sie dagegen eingeschritten sind. Das darf doch nicht wahr sein, das ist eine glatte Lüge. Nicht besser nur, wie lässt die Birgit da Sekunden aus die Augen. Das fällt mir auf, wenn da irgendeiner sie nähert. Sie sollen es gesehen und sogar geduldet haben. Was? Sie arbeiten doch hier. Oder? Ja. Und? Und was hat das alles damit jetzt zu tun? Sie brauchen gar nicht. Muss ich mir das eigentlich gefallen lassen, bitte? Schei dir nicht umeinander und komm, geh. Außerdem bist du gleich da, ja? Und du? Du hast da überhaupt nichts verloren. Komm, geh mal. Prinz Charles zog es am Tag seiner Scheidung in die Ferne. Ja, die kann sie gratulieren zu der Partie. Und was hab ich? Ein Hocken starten Negaranten. Aber die zwei sind ja schon lange wieder geschieden. Da haben wir zwei ein viel besseres Leben, weiß ich. Ohne Skandale, ohne Trauschein. Dafür aber wie die Turteltäubchen. Ich bin aber kein Tauben. Dass ich keinen Trauschein habe, ist ein Skandal. So ein Schmarrn im Fernsehen. Ich werde uns ein Video einlegen. Eins, in dem nicht geheiratet wird, gell? Willst mir auf andere Gedanken bringen. Aber eins sag ich dir, du wirst es noch bitter bereuen, dass du mich nicht geheiratet hast. Ich geh aufmachen. Claudia, was ist denn los? Sieh mich nicht mehr aus, Schwiegerpapa. Ich spring in die Donau. Aber geh, Kinder, sowas willst du nicht machen. Jetzt komm, jetzt setz dir mal daher und sag, was los ist. Abend. Ja, der ist da. Ja, das seh ich. Was willst du denn? Die Claudia möchte bei uns wohnen, Mausi. Hm? Wir haben keinen Platz. Aber dein Papi ist halt Zimmer. Das ist jetzt unser
Na, ist ja wurscht. Jedenfalls ist nicht frei. So. Ja, man denkt, ich könnte bei euch wohnen, weil ihr meine Schwiegereltern seid. Weil beim Papa zu Hause. Da ist nur Platz. Bei uns geht's nicht. Da hast du Pech gehabt. Ja. Dann geh ich halt wieder. Ja. Dann gehst du halt wieder. Es tut mir leid, Claudia, aber was. Du musst verstehen, wir sind nicht darauf eingestellt. Ja, schau, ich kann ja auch nichts dafür, dass du unter Peppi. Die Eigentumswohnung gehört halt einmal meiner Mutter. War ja nur eine Frage. Papa, Claudia! Also, diese Cremes, die heißen auch nix. Wenn du selber ein Kieberer bist, dann kommst du beim Lesen direkt Pflanz. Das ist ein Chaos. Mein Roman ist auch kein Wildhunder. Die Bücher schreibt in jedem Buch dieselbe Geschichte. Schön, was hätte. Und du bist ein Jahr älter, Trautmann. Kann man nichts machen. Jünger wird keiner. Aber was mir am meisten taugt hat, ist, dass die Familie wieder in die gleiche Richtung gebracht hast. Und dass die Ines wieder zu uns kommt. Das Maul braucht es offenbar, was? Außerdem habe ich es wieder ein bisschen mehr unter Kontrolle. Mein Gott. Wenn sie dir einen ordentlichen Mann findet, dann wäre es auch ein bisschen ruhiger. Ich möchte nicht, dass ihr so geht wie mir und dass ihr es zu spät einen guten findet. Danke. Für was denn? Dass du mich für einen guten hältst. Du bist ja auch ein guter. Ich weiß nicht, was ich ohne dich anfange. Komm, halt mich fest. Ich halte dich fest und lass dich nicht mehr aus. Da fragst doch meine Tochter selber, ob ich jemand was angetan hat. Birgit, hat dir irgendein Mann was Böses getan? Hm? Nein, Mama, niemand. Ist schon gut, Birgit. Danke. Sie arbeiten also ganztägig als Modell? Ja. Aber jetzt sagen Sie mir doch endlich, wer mich angezeigt hat. Was ich arbeite, ist doch vollkommen wurscht. Das sehe ich nicht so. Es könnte sehr wohl von Belang sein, wenn es darum geht, Ihnen die Erziehungsberechtigung ganz oder zeitweilig zu entziehen. Eine Piepshow. Jetzt passen Sie einmal auf. Ja, mir entzieht überhaupt keiner was. Weißt du, was passiert gleich Unglück? Warum wird denn da so herumgeschrien? Wir sind ein Amts- und kein Wirtshaus. Die Dame da schreit herum, Herr Bezirksvorsteher. Ich eh nicht. Ich muss schreien, weil irgendeiner angesagt hat, dass ich mir Birgit für unsittliche Sachen hergib. Und das ist gelogen. Ja, bitte, ja, gut, es stimmt. Ich arbeite in einer Piepshow, ja? Aber als Mutter kann mir keiner was vorwerfen. Wie alt bist du denn? Hm? 6 Jahre alt und im Herbst komme ich in die Schule. Der Vorfall soll sich in einem Garten an der alten Donau abgespielt haben. Dann nicht beim Kudanak? Na, genau dort. Sie wissen es also eh. Sag mal, wem fällt denn sowas ein? Kudanak? Ja, aber das gibt's doch nicht. Das ist zwar ein Querkopf, aber kein Kinderverzahrer. Der macht solche Sachen nicht. Es steht aber da in der Anzeige, Herr Bezirksvorsteher. Heißt die Anzeigerin vielleicht Angelika Kaiser? Ja, Herr Bezirksvorsteher. Gib's her. Sie sind neu im Bezirk. Da kann ich Ihnen keinen Vorwurf machen, aber in Zukunft können Sie unter Berufung auf mich alles wegschmeißen, was von der Angelika Kaiser kommt. Das ist ein pathologischer Fall. Und Sie, Frau... Wesseli, Irene Wesseli, bitte, das stimmt schon. Wir waren wirklich beim Kudanak im Garten, aber du... Regen Sie sich nicht mehr auf, Frau Wesseli, und gehen Sie mit Ihrem Töchtern nach Haus. Der Fall ist vom Tisch und erledigt. Danke, komm, Birgit. Na ja, unsere liebe Frau Kaiser. Also ich hab schon gewusst, dass es Beseweiber gibt. Aber dass einer hergeht und den Herrn Kudenjak wegen Unsittlichkeit ansieht, auf das war ich nicht gekommen. Das ist doch alles lächerlich. Wie ich ein Kind war, habe ich auch mit dem Herrn Kudenjak gespielt und nichts ist passiert. Obwohl er damals viel jünger war. Danke für das nachträgliche Alibi. Ich hab's aber gewusst. Was hast du gewusst? Dass die Kaiser ungut drum ist, weil die hat den bösen Blick in die Augen. Die hat nicht nur den bösen Blick, die ist also ganz ein Bös. Also jetzt kommt sie heim mit ihrer Tabernakelwanzen. Grüß Gott, die Herrschaften. Sag dir eins, wenn du das noch einmal machst, ich bring dich um.
sind ja nicht ganz bei Trost. Sie sind nicht bei Trost, Frau Kaiser. Wie kommen Sie dazu, unanständige Sachen über anständige Leute zu erzählen? Sie? Gar nichts habe ich erzählt. Was ist denn? Ich tät mich schämen, Frau Kaiser. Wenn Sie das noch einmal tun, dann rasiere ich Ihnen einen Pinscher auf einer Rollmops mit Haxen. Was hat Ihnen die Wesseli denn dann? Wenn Sie mich schon als Sexualverbrecher hinstellen, dann werde ich Ihnen am Schütterplatz einmal zeigen, was sein Sexualverbrecher alles kann. Da haben Sie wenigstens was davon. Was ist denn? Wollt ihr vielleicht die Polizei anrufen? Das ist ein Raubüberfall. Hilfe! Polizei! Okay, halten Sie die Pappen. Lasst das durch, macht sich die Hände nicht dreckig. So, in der Krogen gehört. Was soll denn das heißen? Lauter weiße Mäuse, nicht? Ich habe mich vertippt. Lauter weiße Mäuse? Was Persönliches? Nein, das ist über Kaisermühlen. Jetzt, es ist das Bild auch weg. Wissen Sie was? Ich schicke Ihnen die Schwester Gabi. Die wird schreiben und Sie diktieren. Buongiorno, John Buono, no? Was ist liebst, no? Hallo, Oprenda! Nee. Na, boom. Leibend, du was mit, Bro? Deine Stärkung, Vitamine, Vitamine, viele Vitamine. Nee. Meine Lebensrettung. Sag, was tust denn du mit einem Computer? Ich schreibe meine erste Kolumne fürs Kleinformat, ne? Aber ich brauche Einfälle. Ne? Also los, inspiriert's mich, meine Herren. Ne? Was ist zum Beispiel los mit den Hirfreien Kaisermühlen? Ne? Aber für die Geschichte kriege ich Prozente, gell? Ja, ja. Also, der Gneißer. Und der Schalter wollen die alte Donau zubauen. Geh! Las Molinas Imperialis. Was für Molinas? Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Na, weil der Furchenwälder bist, ne? Las Molinas Imperialis, das heißt auf Deutsch Kaisermühlen, ne? Das Latein, hörst du mich? Du kannst Latein? Ja, ich mein, nicht wirklich. Also, wenn du ausdenkst, kann ich auswendig. Nee. Los Molinas! Das ist ein Spaß! Prost! Ach so, warte, du siehst. Was ist denn los mitgebracht? Pfefferminz! Hast du wegen einem Gift da? Das ist gut! So. Grüß Gott, ich werde da, Herr Schepester, zum Diktat. Das ist fein, ja? Das ist super fein! Genau. Wonach riecht's denn da? Oh. Ein bisschen noch Spital, gell? So, so. Na, so geht's aber nicht, meine Herren. Sie können nur den Patienten keinen Alkohol bringen. Ach, schon drum. Eigentlich müsste das ja melden, Gens. Na, bitte nicht melden. Bitte. Wir schieben uns essen. Was ist denn so deppert? Ich weiß ja, die Blumschüchter. Ekel. Ausgerechnet, wenn ich staub, sag, kommst du daher und holst mir auf. Ich hab ja nicht gewusst, dass du kaum bin ich wieder da, fangst zum Käppeln an. Jetzt mir nicht wüsst, kann ich gleich wieder gehen. Sei doch nicht so deppert. Ich freu mich doch, dass du wieder da bist. Wird eh nicht normal, dass du ein Stück Hege bei der Sabine Heizung bist. Und die Leute, die haben wieder was zum Reden gehabt. Die haben geglaubt, das ist wegen einem Trautmann. Aber das kann uns ja wurscht sein, oder? Wir haben uns ja nie drum kümmert, was die Leute reden oder denken. Na, eh nicht. Du. Ich bleib eh noch ein paar Monate da. Und dann? Machst du ein Lotto 6er und kaufst eine Eigentumswohnung oder ziehst du in Sachen oder was machst du? Klar, das nicht, aber ich. Es ist so, Mama, dass ich wieder wem hab. Aber der momentan. Verheiratet ist. Nein, er meint nur vorläufig, dass wir das Ganze noch nicht publik machen, weil. Ist das Kaisermühlen? Kenn ich ihn? Nein, oder da vielleicht flüchtig. Nur wer es ist, kann ich da vorläufig noch nicht sagen. Jedenfalls ist er ganz was Besonderes. Was Besonderes? Aus Kaisermühlen? Ist vielleicht der Xandi, der Sohn vom Gemüsehändler? Gebitte. Oh. Nein, nicht so, es ist der Henker, da, der neue Lehrer. Nein, der schon gar nicht. Na, sonst fällt mir kein Besonderer ein. Außer Franzi. Aber der will ja jede heiraten. Jede Frau hat ihr Geheimnis. Und du wirst das schon rechtzeitig erfahren. Hm? Na ja. Solange es kein Student ist, der reiche Eltern hat. Ah ja, Popeye, mein Klein, was
Nein, er ist ja so müde. Was denn? Uns ruft jemand an. Hallo? Ja? Wer? Frau Pimperl? Was, Sie rufen mich an? Ja, gibt's denn das? Was, die Klappersekretär hat Ihnen was anvertraut? Was noch? Was, wir machen zu viel Papaya. Ja, sehen Sie halt. Ah, ja, was, die Schimek in die Junge in Ustorf? Ja, wer weiß, dass die Klappersekretär? Aha. Also, wir den Bruder besucht in Ustorf, ja. Ja, sehen Sie halt. Naja, mit wem die junge Schimmig dort geschmust hat. Was? Das fällt Ihnen im Moment nicht ein? Frau Pippal. Frau Pippal, reißen Sie ihn zusammen. Auch wenn man noch so die Alzheimer hat, das Wichtigste könnte man sich doch merken. Aufgeregt. Das ist eine Gemeinheit. Naja. Aber wir kommen lieber selber drauf, mit wem es die Schimmeck-Tochter treibt, ne? Hallo, Schäutl. Nein, ich kenn keinen Doktor Zeiliger, lass es mich in Ruhe. Moment, was ist? Was sagen Sie, wann? Renn's doch langsam, ich versteh ihn nicht. Was ist denn los? Hallo? Ich komm sofort. Gleich. Gut, nein. Gotzi, wohin willst du sofort? Ins Spital, die Mama. Die Mama liegt mit einem Herzinfarkt in der Intensivstation im AKH. Dann lebt sie noch. Also komm, jetzt leg dich wieder ins Bettel und flipp nicht aus. Besuch das halt morgen. Ich muss sofort hin, die Mama stirbt mir. Die stirbt schon mir zu Fleiß nicht. Ich muss hin! Die Mama hat nicht mehr mich auf dieser Welt. Mama. Erst bleib doch da! Deine Mama überlebt uns noch alle. Und was ist, wenn einer aus Jux angerufen hat und deiner Mama fällt eh nix? Ein Flipper. 100% daneben. Ich will zu meiner Mama. Wo ist meine Mama? Mama. Mein Sohn. Ich bin nicht in der Sohn. Schaust, dass weiterkommen. Also erlauben Sie sich. Wollen Sie, dass diese Frau sündenbeladen von uns geht? Das ist keine Frau, das ist meine Mama, die hat keine Sünden. Also putzen Sie ihn. Meine Herren. Weg, Sie Leichenflederer, hauen Sie ab, da. Mama, ich bin's, dein Erwin. Beruhigen Sie sich. Ihre Mutter kann Sie doch nicht hören. Meine Mama hört mich immer, weil die lebt nur für mich. Mama, der kleine Erwin ist da. Nicht sterben, Mama, bitte. Wir werden ein neues Leben beginnen. Nur wir zwei, ja? Die Turecek schickt ihn Krieg, von der trenne ich mich und du kommst in mein Haus und es wird alles wieder gut. Gönnsi wird das schon überleben. Also die Mama stirbt noch nicht, ne? Wann glaubst du denn, dass wieder zu sich kommt? Na, wahrscheinlich morgen. Aber dann dürfen Sie sich nicht so aufführen. Obwohl, ich verstehe Sie. Es gibt ja viele, die in die Knie gehen, wenn sie plötzlich einen nahen Verwandten so daliegen sehen. Und dann kommen alle möglichen Geständnisse und Beichten. Aber das ist sinnlos. Noch dazu, wenn ein Patient überhaupt nicht ansprechbar ist. Ah ja? Sind Sie ganz sicher, dass die Mama nichts hört? Na ja, dann könnte ich Ihnen ja vielleicht ein bisschen was gestehen und beichten. Ich habe gar nicht gewusst, dass es bei uns so hübsche Krankenschwestern gibt. Unseren Dienst machen wir alle gleich. Ja, ist klar. Aber eine so schöne Frau wie Sie, die sollte nicht pflegen. Die ist selber gepflegt. Ja. Danke. Warte, das rennt beim Töpler. Scheiß drauf, ich steig aus. Nächste, ist ein Sonderfall, da gibt's kein Aussteigen. Aussteigen wir bei der Endstation. Wem seine Idee war denn das eigentlich, den Vogel mitspielen zu lassen? Ja, heute Goschen und Misch. Letzte Runde, Joschi. Wieso? Moment, man, was ist? Geht euch den Move oder was? Ne? Na, wenn wir keine Zeit mehr haben. Na, dann bucht euch was aus, ne? Wenn's wollt, ihr gar nicht
für die nächste Runde was vorfinanzieren, ne? Erst, Alter, wer hat denn eigentlich deine erste Runde vorfinanziert, hä? Die schiche Zwillingsschwester wahrscheinlich. Guck, das ist eine Blasche. Einsatz meine Ehren, was mit den Schäkäppeln. Na gut, alles oder nix. Glaubst du drauf, meine Ecke? Ja, das glaube ich. Das ist so fähig, hä? Fähig? Na, fähig. Na gut, ich mich müssen. Kommt, meine 98 Fetzen. Geht schon. Was ist das? Na Cabrio, passt. Wo ist das schön, wel? Ja. Na klar, ne? Na passt's. Ja, passt super. Wo ist er? Ja. Wo ist er tut? Wir sind jetzt ein Deppert. Ja, das war ein Spaß. Das war ein Spaß. Weiß jetzt. Das Geschäft ist eröffnet, meine Herren. Mir gibt's schon. Ja, gib mir nur eine. Eine? Ja. Und? Sabine? Genau. Und? Na, was ist, Joshi? Geht das Luft aus? Wisst ihr was? Ich werde sie haben, dass sie brauchen, in meiner Firma. Heiratsvermittlung Alcatraz. Ja. Joshi Töbler, Geschäft. Ja, es ist aber schon komisch, wenn ein Heiratsschwindler eine Heiratsvermittlung aufmacht. Ja, Wiedersehen. Was ist, King? Geht doch Luft aus? Bist mutig? Mut ist mir zweiter Vorname, ne? Nee. Na gut. Mein Geschäft. Und die da. Wer geht mit? Ich bin weg. Na und? Was ist? Außer mit dem Shake-Heftel. Ist ja falsch. Echt? Ah ja. Aber geht jetzt genau? Nein, ich geht auch genau, ja. Komm, los aber. Drei Asse, zwei Könige. Na super, super. Warte mal. Ist ja Urgesplauer, was? Aber meins ist noch viel Ärger. Hüssi, Schalto! Was machen wir jetzt hier? Ja, ich bin zu einer vertraulichen Besprechung mit dem Bezirksvorsteher gebeten worden. Ich auch? Was? Das ist merkwürdig. Ich meine, was das wieder sein kann, ha? Keine Ahnung. Wissen sollte man halt, was das für eine vertrauliche Unterredung sein könnte. Ja. Ich glaube, der wird uns sicher um einen Rat fragen. Ja. Bleib gefällig stehen, Rudi! Ich hab dir noch keinen Sessel angeboten. Und dir auch keine Scheutel. Überhaupt bin ich ab heute mit dir per Sie. Da. Schaut's. Lest's. Ganz Wien wird über eure Blödheit lachen. Und der Bürgermeister Häuptling wird mich zum Wicker machen. Und hundertprozentig glaube ich, bin auch mit im Spiel. In was für einem Spiel denn? Was schreibt denn der über uns? Stimmt. In Kaisermühlen geht es zu wie in einer Tierhandlung, wo sie in der Auslage lauter weiße Mäuse haben, die wie die Depperten im Radl umeinander rennen. Wie wird denn das geschrieben? Weißt du, wie... Wissen Sie, wer dieser Spaziergänger ist? Ja, weil ich alles weiß. Alles! Auch, dass ich unter meine Bezirksräte zwei Figuren habe, die in ein Panoptikum gehören. Die ständig die allerblödesten Ideen in die Welt setzen. Las Molinas Imperiales. Auf sowas kommt doch nicht einmal ein Kabarettist. Der sogenannte Spaziergänger ist in Wirklichkeit ein gewisser Sebester. Wer? Ja, das ist Sebester. Ja, der.
Ein Subjekt, das möglicherweise als Psoffener unser China-Restaurant angezündet hat und jetzt in der Psychiatrie unter Verschluss sitzt und von dort aus die Kolumne schreibt. Ja, aber der Sebastian ist ja gar kein Journalist. Na und? Schreiben tut er trotzdem. Heutzutage schreibt er jeder. Sogar Quartalsräufer und Schwachsinnige. Wenn's Grenzdebile als Bezirksräte gibt, kann's auch Trotteln als Journalisten geben. Und wenn die zwei zusammenkommen, entsteht da sowas. Ja, aber wie das kann der Sebastian denn überhaupt wieder? Na klar, Sie sind sicher damit hausieren gegangen. Moment, ich hab kaum mit jemandem. Sie waren das. Natürlich, er war's. Ja, Sie Nein. sind genauso alte Tratschen wie diese blöde Kaiser. Was? Was hat denn die damit zu tun? Nix. Und Sie halten sich ein Jahr zurückgeschaltet, weil sonst sehen wir uns vor Gericht wieder. Ich bin nämlich genauso verschwiegen und integer wie meine Leiche im Krematorium. Von mir bringt keiner einen den Ton heraus. Es sei denn, es könnte sein. Was könnte sein? Hä? Es könnte schon sein, dass nämlich der Polizei steht, dass den irgendwer wen irgendwie verwandt hat. Genau. Ja. Die Staatspolizei als Probe für den Lauschangriff. Genau. Also Blödsinn. In meinem Bezirk wird nichts und keiner Lausch angegriffen. Das hätt ihr wissen. Wieso eigentlich Polizeisteg? Es tut mir leid, aber ihr kommt zu spät. Ich habe nicht ein einziges Kleinformat mehr. Aber konnten die dafür 50 Schilling zahlen, Däden? Naja, aber was soll man dann beschlagnahmen? Die Zeitungen, die was die Leute da haben? Die sind ja Privateigentum, oder? Ja, was weiß denn ich? Jetzt sagen die, sind unbeschlagnahmbar. Warten Sie ein bisschen, die Sabine ist gerade in den Verlag gefahren. Vielleicht bringt sie ein paar Zeitungen, die Polizei dort nicht gefunden hat. Naja, aber sicherheitshalber müssen wir die Trafik schon durchsuchen. Bitte. Bitteschön. Nein, Moment, da geht's nicht rein. Bei uns in Kaisermühlen wird nichts beschlagnahmt. Wir sind eine Demokratie und bei uns herrscht die Pressefreiheit. Was sind ausgerechnet Sie, Bursche, ja, nehmen das Wort Chief. Freiheit in den Mund? Was ist denn da los? Warum die Ansammlung? Es geht Ihnen ein Schmoren was an. Nichts ist los, alles unter Kontrolle. Also werden Sie mir jetzt gefälligst sagen, was hier vorgeht? Naja, wir sollen die Zeitungen beschlagnahmen. Aber der Bezirksvorsteher gesagt. Das ist interessant. Was ist der Grund der Beschlagnahme? Wegen einer Kolumne, in der es heißt, wir Kaisermühlner sind so dumm wie die weißen Mäuse in der Tierhandlung. Bitte, Frau Kaiser, bringen Sie mir das einmal. Las Molinas Imperialis? Meine Herren, die Beschlagnahme ist aufgehoben. Ich übernehme dafür die volle Verantwortung. Der Schweizer Chef, der übernimmt auch für alles die Verantwortung. Ja, wisst, Lucille. Ja, ich weiß, dass du in einer Sitzung bist, aber du, da gibt's eine Geschichte. Jetzt machen wir's auf die Gefahr. Also sagen wir, es war nichts. Was? Es war nichts. Niemand darf sich herausnehmen, uns Kaisermühlner in dieser Weise in den Dreck zu zerren. Wo sind wir denn? Ich lasse so eine Verunglimpfung nicht zu. Geh, ring sie noch nicht auf, sonst kriegen sie am Ende noch Falten. Sie könnten mir wieder wie wahr zeigen, ist ja schon ein paar Tage her, seit dem letzten Mal. Na, bitte nicht. Komm, geh mal. Aber die Ehre. Frau Kaiser, kann mir nicht reiten? Auch reiten. Sicher lustig. Regen Sie mir nicht auf, Frau Kaiser. Vielleicht hat der Schepester wirklich recht und wir sind wie dumme weiße Mäus. Wenn Sie sich als dumme kleine weiße Maus vorkommen, bitte. Ich bin jedenfalls keine. Komm, was nicht. Wissen Sie das so genau, Frau Kaiser? Auf Wiedersehen. Komm, Franzi, geh mal. Geh, Kamille, ran. Ja, der Kamille ist schon.